Was ist die beste Fluchtwährung Nummer 1? Einfache Frage, auf die man eigentlich eine einfache Antwort erwarten könnte. Aber in meiner Welt ist es eben nicht so einfach und ich habe dieses Thema schon seit 2 Jahren auf der Liste, vor allem deswegen, weil ich viele, viele Zuschriften von euch dazu erhalten habe. Aber ich habe eben keine so einfache Antwort auf diese Frage und ich möchte im folgenden Video einfach mal meine Denkweise mit euch teilen. Ich werde euch auch verraten, was für mich die sicherste Währung der Welt ist und ich werde euch ein ganz konkretes Handwerkszeug an die Hand geben, wie ihr für euch die beste und sicherste Fluchtwährung finden könnt. Spannendes Thema, geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und gleich mal vorab fettes Danke an euch, denn der Kanal hat die Schallmauer von 7 Millionen Klicks durchbrochen und das in deutlich weniger als 3 Jahren. Also das hätte ich mir bei Start des Projekts wirklich nie träumen lassen, deswegen vielen Dank an euch. Ohne euch als Community hätte dieses Projekt natürlich nie funktionieren können. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne fleißig weiterhin Abos da, denn die nächste 10.000er-Schwelle, die 60.000 Abonnenten, die sind zumindest schon in greifbarer Reichweite. Aber zurück zum Thema, was ist die sicherste Fluchtwährung der Welt? Was ist die Fluchtwährung Nummer 1? Und genau zu diesem Thema hat mich mal interessiert, was ihr so denkt, was für euch so die Fluchtwährung Nummer 1 ist. Deswegen habe ich letzte Woche mal eine Umfrage durchgeführt. Wenn ihr an den Umfragen teilnehmen wollt, ihr habt in meinem YouTube-Channel gibt es den Community-Button und da mache ich fast jede Woche eine Umfrage oder habe eine spannende Meldung für euch. Also schaut da gerne mal regelmäßig rein und ich blende euch die Ergebnisse mal ein. Und ihr seht, hier sind 5 Währungen aufgelistet. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum sind da nicht mehr Währungen, dann muss ich sagen, das liegt leider an YouTube, denn YouTube lässt nur 5 Auswahlmöglichkeiten zu. Wenn ihr einfach in den Community-Button reinschaut, dann könnt ihr unten in der Kommentarfunktion auch verschiedene andere Vorschläge von anderen Abonnenten und Zusehern sehen. Da wurde dann auch zum Beispiel der russische Rubel genannt oder der kuwaitische Dinar und verschiedene andere Währungen. Aber ich habe einfach so mal die Top 5 genommen, die man so an jeder Ecke findet und ihr seht, 2 Drittel der Befragten, es haben über 4000 Leute teilgenommen, also auch da vielen, vielen Dank an euch. 2 Drittel der Befragten sagen, der Schweizer Franken ist für mich die sicherste Währung, die beste Fluchtwährung, die es überhaupt gibt. Komme ich dann natürlich auch noch zu sprechen zum Schweizer Franken, aber erstmal muss man sich ja die Frage stellen, was will man mit dieser Fluchtwährung bezwecken? Also ist man eher so jemand, der sagt, ich sehe die Welt ganz dunkel, ich sehe Aktien skeptisch, ETFs, Immobilien, Edelmetalle vielleicht schon positiv, aber ich will einen großen Teil meines Geldes in einer Währung haben, in Cash halten, einfach falls der große Knall kommen sollte. Und dafür brauche ich eine Fluchtwährung. Oder ist es so, dass ihr sagt, ich will nicht unbedingt Cash in einer Fluchtwährung oder sicheren Währung halten, aber ich will zumindest meine Anlagen darin halten, also meine Immobilien in diesem Währungsraum oder meine Aktien oder meine ETFs. Muss ich gleich mal sagen, würde ich jetzt auch nicht empfehlen, weil man natürlich, wenn man sich jetzt eine Währung herauspickt, Singapur-Dollar, und auf einmal alles sein Geld in Singapur-Dollar investiert, in Aktien, die in Singapur-Dollar notieren, in Immobilien, gut, schweineteuer natürlich, aber dann hat man auch irgendwie ein Klumpenrisiko. Also wenn man so herangeht, ist vielleicht der Dollar besser, weil da hat man halt eine breitere Auswahl, aber viele sehen den Dollar halt nicht als sicher an. Damit ihr versteht, wie ich denke, ich sehe eine Fluchtwährung eher so, dass ich da eine Art Notgroschen habe. Also mein Portfolio besteht ja aus Immobilien, die sind alle in Deutschland, die sind im Euroraum in Euro notiert, in Euro werden alle Kosten bezahlt, das heißt, die habe ich schon mal hier in Deutschland als Klumpenrisiko und in Euro. Dann habe ich Edelmetalle und keine Sorge, jetzt auch im Verlauf des Videos, am Ende des Videos wird nicht herauskommen, Gold ist die beste Fluchtwährung. So gehen ja immer viele Videos los mit was ist die beste Währung und die Antwort ist Gold. Also ich bleibe schon beim Thema Devisen und wir werden jetzt hier nicht über Gold oder auch über Bitcoin sprechen. Ich hoffe, jetzt schalten nicht einige weg, weil ich euch enttäuscht habe, aber ich möchte einfach das Thema Devisen jetzt mal den Fokus drauf haben. Und meine Denkweise ist also, ich habe Immobilien, ich habe Gold und Edelmetalle. Gold, Edelmetalle kann ich eh in jede beliebige Währung tauschen, die ich will. Oder sogar damit per Tauschgeschäft irgendwie gegen andere Waren eintauschen. Also das ist eine Möglichkeit. Dann habe ich Aktien und ETFs und da habe ich global gesehen eine breite Streuung. Das heißt, ich achte jetzt bei meinen Aktienanlagen, ETF-Anlagen nicht im ersten Schritt erstmal drauf, dass ich sage,
ich muss jetzt in Schweizer Franken investieren, ich muss in Dollar investieren, ich muss in Pfund investieren, sondern ich sage, welches Konzept will ich denn verfolgen? Und da habe ich beispielsweise ein Konzept, wo ich weltweit über MSCI World investiere. Ich habe als Konzept Dividendenaktien mit drin, ich habe Small Caps mit drin, ich habe Goldminen mit drin und verschiedene andere Sachen. Das sind die Währungen für mich erstmal zweitrangig, denn ich investiere ja in Sachwerte, in Unternehmensanteile und die werden halt jetzt erstmal in einer Währung gehalten oder gehandelt. Ob das jetzt Euro oder Dollar ist, ist mir jetzt erstmal egal, weil ich habe durch diese breite Streuung bei Aktien-ETFs einfach so viele Währungen im Depot, erstmal in den Währungen, wo Unternehmen notiert werden, beispielsweise VW jetzt in Euro, Amazon in Dollar, aber diese Unternehmen an sich wickeln ja wieder Geschäfte in vielfältigsten Währungen ab, weil sie global tätig sind, also bin ich da auch breit diversifiziert. Und jetzt habe ich natürlich weiteres Geld übrig. Ich habe zum Beispiel Geld, das liegt bei mir auf dem Broker-Konto herum. Klar, Inflation ist hoch, aber ich muss es erstmal zum Teil Cash und liquide halten, dass ich nachkaufen kann in Extremsituationen. Ich halte auch einen Teil des Geldes in Dollar und chinesischem Yuan, einfach in Anleihen, um auch liquide zu sein. Ist allerdings spekulativer. Dann habe ich weiteres Geld, das habe ich so, ich nenne es mal im Immobilientopf, weil ich da auch liquide sein muss. Ich weiß also, was die nächsten ein, zwei Jahre kommen könnte, wo ich Kapital brauche, Liquidität brauche. Das halte ich halt auch in Euro. Und dann habe ich eine Art Notgroschen. Und diesen Notgroschen habe ich einfach aus dem Grund heraus, weil ich sage, okay, wenn jetzt irgendwie mal was schief geht. Ihr wisst, ich bin jetzt nicht der, der hier die Welt in den dunkelsten Tönen malt und sagt, der Euro geht gleich unter. Aber wir haben schon ein extrem verschuldetes System, in dem wir uns befinden. Und statistisch gesehen ist halt die Statistik leider nicht für uns da, sondern sie spricht halt davon, dass wenn die Schulden ein gewisses Maximum erreichen, dass eine Art Währungsreset dann kommt. Und genau dafür habe ich einen Notgroschen, dass ich dann sage, okay, ich habe zwar meine Sachwerte und meine Sachwerte haben immer einen Wert. Also angenommen, den Euro gibt es mal nicht mehr, dann ist ja eine VW, dann ist ja eine Amazon, in die ich investiert habe, in Euro nicht mehr oder wird in Euro kein Kurs mehr gestellt, aber in Dollar, in Yuan, in Franken ist natürlich weiterhin Wert da. Aber vielleicht kann ich die in dem Moment, wo ich das Geld brauche, nicht liquidieren, weil halt einfach politisches, finanzielles Chaos im Moment herrscht. Und deswegen brauche ich eine Art Notgroschen, eine Notfallreserve, um liquide zu bleiben. Altes Kaufmannssprichwort, immer liquide bleiben. Und genau das ist mein Ansatz. Und da stellt sich jetzt schon mal gleich die Frage, naja, was ist jetzt eine sichere Währung überhaupt? Ist eine sichere Währung eine Währung im Sinne dessen, dass sie nicht schwankt gegenüber anderen Währungen, dass sie also relativ stabil ist? Das ist eine sogenannte Pegged Currency, also eine Währung, die an eine andere Währung gebunden ist und damit nicht schwankt. Blende ich euch mal einen Chart ein. Stammt von TradingView, meiner Chartplattform. Und was ihr hier seht, ist das Wechselkursverhältnis von US-Dollar zu Hongkong-Dollar. Und der Hongkong-Dollar ist in einem ziemlich engen Band an den US-Dollar gekoppelt. Die Schwankungen, die ihr hier seht, die ein bisschen erratisch aussehen, wenn ihr da mal nach rechts den Blick schweifen lasst, das sind minimale Schwankungen, die hier beim Hongkong-Dollar vorkommen, weil einfach hier ein enges Währungsband geschnürt wurde und weil der Hongkong-Dollar also gegenüber dem US-Dollar extrem wertstabil ist, da gibt es keine Schwankungen, da gibt es keine Volatilität, der ist also sicher gegenüber dem US-Dollar. Ja, ist das der richtige Ansatz? Stellt sich natürlich die Frage, naja, sicher im Sinne, dass es keine Schwankungen jetzt gibt zum US-Dollar. Ja, das ist der Hongkong-Dollar, aber auf der anderen Seite, wollt ihr euer Notgroschen oder noch mehr eures Geldes in Hongkong-Dollar halten, gerade vor dem Hintergrund aktuell der politischen Entwicklungen in China? Ich meine, ich war schon öfter in Hongkong früher und Hongkong hat sich natürlich immer weiter, oder China hat sich Hongkong besser gesagt, immer mehr einverleibt, weitet die Einflusssphäre aus. Also ja, stabil ist er gegenüber dem Dollar, der Hongkong-Dollar, aber die Politik sollten wir natürlich auch auf dem Schirm haben, weil es bringt euch ja nichts, wenn ihr sagt, naja, ich habe hier eine wertstabile Währung, aber ihr kommt nicht mehr rein, weil die Chinesen sagen, naja, wir annektieren die Auslandskonten oder wir machen eine Art Sperre, wir machen Kapitalverkehrskontrollen, das heißt, ihr kriegt euer Geld nicht mehr raus. Also ja, das ist schon mal ein Kriterium für eine sichere Währung, aber man muss über den Tellerrand schauen. Zweites Kriterium, was man auf dem Schirm haben sollte, ist natürlich, wie geht es der Regierung, dem Land, hinter der Währung, in die man investiert? Blende ich euch eine weitere Grafik ein. Diese stammt von Visual Capitalist. Die haben immer wirklich gute Finanzgrafiken.
Und die haben halt mal hier aufbereitet, wie so die Schuldenquote verglichen mit dem BIP eines Landes ist. Und in der Mitte der Dartscheibe, seht ihr schon ganz genau, ist Japan mit einer Verschuldung von 257% des BIPs. Also richtig hoch. Und da auch interessant, wenn ihr so googelt einfach mal nach sicherer Währung oder Safe Currency. Und interessanterweise wird der japanische Yen sehr oft als sichere Währung genannt. Problem ist allerdings, Japan ist hoch verschuldet und aktuell arbeitet die Bank of Japan extrem hart daran, dass das Zinsniveau in Japan bei 0,25% fixiert bleibt. Das heißt, die Bank of Japan interveniert wie verrückt im Devisenmarkt und es hat zur Folge, dass einfach der Kapitalmarkt sagt, okay, liebe Japaner, wenn ihr euren Zins so niedrig haltet, dann leihen wir uns doch gerne bei euch zu günstigen Konditionen Geld, verkaufen die japanischen Yen am Markt und kaufen dafür US-Dollar. Und schaut euch mal gerne einen Kursverlauf an vom japanischen Yen zum US-Dollar, wie extrem der in den letzten Wochen abgewertet ist. Das heißt, wenn ihr jetzt den Yen als Fluchtwährung gehabt hättet und dieser Carry-Trader jetzt voll einschlägt, setzt ein, dann hättet ihr jetzt so 20-30% Kaufkraftverlust in den letzten Wochen gehabt. Und das ist natürlich heftig. Und da kann man auch nicht von einer sicheren Fluchtwährung sprechen. Vor allem, wenn ihr die Yen tauschen müsst in irgendeine andere Währung, habt ihr einen deutlichen Währungsverlust. Wenn ihr allerdings mal so in Richtung nach rechts schaut und dann ein bisschen nach unten links geht, da seht ihr DOI oder Germany, also Deutschland mit einer Verschuldungsquote von 73% ist natürlich sehr, sehr gering, trotz der ganzen Corona-Maßnahmen, aber Deutschland hat keine eigene Währung, wir sind in der Eurozone, also im Euro-Rom. Im Euro-Rom, das weiß der freudsche Versprecher auf die Überleitung, denn ihr seht schon auch wieder in der Mitte der Dartscheibe, Italy, also Italien, 159% Verschuldung, Greece, Griechenland, 207% Verschuldung, das heißt im Euro-Raum, ja, der Euro ist vielleicht auch nicht die allerbeste Währung, wenn man jetzt auf die Verschuldung schaut, weil wir haben viele, viele Länder, die einfach extrem hohe Schulden haben. Aber nehmen wir mal eine Währung, die ein Land herausgibt mit niedrigen Schulden. Guckt mal wieder auf die Dartscheibe in die Mitte nach Japan und geht mal so nach unten rechts neben Deutschland. Oberhalb von Deutschland, ich sag mal, wenn es eine Uhr wäre, wären wir so bei um die 4.30 Uhr. Da steht nämlich Israel. Ähnlich niedrige Verschuldung mit 73% wie Deutschland, hat eine eigene Währung, den israelischen Schekel. Könnte man ja auch sagen, Mensch, die sind ja niedrig verschuldet. Könnte ich doch mein Geld in Schekel investieren. Aber Problem, erzähle ich euch mal eine Anekdote. Ich war schon öfter auf Zypern, auf verschiedenen Finanzmessen. Ich war auch in Tel Aviv schon auf Finanzmessen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es in Zypern oder in Tel Aviv war. Auf jeden Fall habe ich mich mit einem Israeli unterhalten über den israelischen Schekel. Müsste so 5-6 Jahre her gewesen sein. Und er hat mir dann so nebenbei erzählt, dass sein Kumpel der Market Maker ist für den israelischen Schekel. Jetzt müsst ihr mal wissen, der Market Maker, das ist also der, der An- und Verkaufspreise stellt für Aktien, für ETFs, Optionen oder auch für Währungen. Das hat allerdings natürlich das Problem, dass der israelische Schekel so von der Verschuldung erstmal gut aussehen mag als eine Art Fluchtwährung. Allerdings ist es natürlich so, wenn da nur eine Person, vielleicht sind es mittlerweile auch mehrere, aber wenn nur wenige Kurse stellen, dann habt ihr zwar eine Art Fluchtwährung, die allerdings in Krisenzeiten vielleicht extrem illiquide wird. Weil derjenige, der den Kurs für den israelischen Schekel stellt, sagt, naja, die Turbulenzen, die sind mir aktuell zu heftig, ich stelle mal lieber keinen Kurs. Und dann habt ihr ein Liquiditätsproblem und dann bringt es euch ja auch nichts, wenn ihr Geld in einer Währung habt, die aber dann total illiquide wird über Nacht und ihr vielleicht gar nicht zugreifen könnt. Ist ja ein ähnliches Problem aktuell bei russischen Aktien. Die haben einen theoretischen Wert an der Börse in Moskau, aber keiner kann darauf zugreifen. Also auch das bringt euch nichts, wenn ihr eine Währung haltet, die vielleicht eine niedrige Verschuldung hat, politisch stabiles Land ist, ein schönes Land, aber eine Währung, die einfach kein Mensch braucht. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Welche Währungen sind denn überhaupt liquide? Blende ich euch noch eine Grafik ein. Diese Grafik stammt von IG Markets und die hat IG Markets von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich genommen. Und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich macht so alle 3 Jahre etwa eine Studie über die Liquidität am globalen Devisenmarkt. Und dann halt, welche Währungen am liquidesten sind. Das Volumen am globalen Devisenmarkt ist so täglich im Bereich der 6 Billionen Dollar. Und ihr seht schon, ein Viertel davon, also fast 25%, macht allein Euro-US-Dollar aus. Also das ist ein heftiger Anteil. Danach kommt Dollar-Yen, Pfund-Dollar, australischer Dollar zu Dollar, US-Dollar, Kanada-Dollar, auch Dollar zu chinesischem Yuan. Und dann kommt noch ein bisschen Franken, Hongkong, Dollar, Pfund und koreanischer Won. Hat mich selber gewundert, wusste ich eben auch nicht. Aber ihr seht schon,
Viele, viele Exoten, die immer wieder genannt werden, also beispielsweise der Singapur-Dollar, ist auch eine exotische Währung zum Beispiel. Oder auch nehmen wir den russischen Rubel. Die sind da eben nicht dabei und die können im Extremfall einfach zu einem Liquiditätsproblem führen. Ja, jetzt habe ich euch verschiedene Faktoren genannt, wie man eine Währung sehen kann und habe euch dann wieder ein Gegenargument geliefert. Das heißt, wenn man eine Art sichere Währung für sich selbst sucht, und da ist es wichtig, ich betone für sich selbst, weil es gibt nicht per se die sichere Währung, die zu jedem passt, weil jeder hat eine andere Herangehensweise und will andere Eigenschaften oder bewertet Eigenschaften an einer Währung stärker als der andere. Deswegen habe ich mal ein einfaches Prüfschema für euch. Zum einen muss man mal darauf achten, wie ist denn die politische Stabilität in dem Land, das die Währung beherrscht. Ich bin Fan des chinesischen Yuan, aber ich würde den nur spekulativ für einen Teil meines Geldes im Depot beimischen in Form von chinesischen Anleihen. Sind gut gelaufen. Ich setze auch darauf, dass der chinesische Yuan, Mensch, immer wieder schwierig auszusprechen, in den nächsten Jahren aufwertet, dass ich Währungsgewinne mache. Aber so als Notgroschenfluchtwährung, ja, ist das politische System in China natürlich schon spekulativ und ist jetzt für mich nicht unbedingt das. Vielleicht seht ihr es anders und sagt, okay, Haken dran, politisches System in China ist viel besser als bei uns und finde ich gut. Deswegen, es geht wie immer darum, welche Eigenschaften ihr für wichtiger achtet. Also politisches System ist erstmal wichtig. Dann ist wichtig Inflation. Wie hat ein Land aktuell die Inflation im Griff? Geht ein Land dagegen vor oder lässt man es eher laufen wie uns in der Eurozone? Ja, Eurozone ist da schon mal raus. USA tun was dagegen, aber auch nur relativ wenig. Schweiz beispielsweise hat eine relativ niedrige Inflation von gut 2%, weil der Schweizer Franken stark ist und dadurch die importierte Inflation einfach ausgeglichen wird, weil der Franken durch seine Stärke die Einkäufe aus dem Ausland verbilligt. Also da Inflation sollte man unbedingt auf dem Radar haben, weil es bringt euch ja auch wieder nichts, wenn andere Kriterien erfüllt sind, aber ihr habt dann ein Land mit 20% Inflation, ist euer Notgroschen auch wieder weg. Dann Liquidität, ich habe es erklärt, am israelischen Schekel, sollte hoch sein, sollte gegeben sein, weil ihr wollt ja auf euer Geld schnell zugreifen können, ohne große Transaktionsverluste oder Umrechnungsverluste. Seht ihr auch bei Aktien in Krisenzeiten, wie der Spread aufgeht und dasselbe kann bei Devisen passieren und wird umso krasser, je weniger so eine Währung gehandelt wird. Dann solltet ihr darauf achten, wie hat sich denn die Währung so in den letzten 1 bis 5 Jahren zum Euro verhalten? Ist die eher abgewertet? Oder ist die Währung eher aufgewertet? Ja, und wenn man jetzt dieses einfache Prüfschema mal zugrunde legt, ist für mich, und da kann ich es auch verraten, aktuell mit die beste Währung einfach der Schweizer Franken. Also eure Umfrage, dass die meisten 2/3 den Schweizer Franken somit als die sicherste Fluchtwährung erachten, kann ich auch unterschreiben, sehe ich auch als wirklich sehr, sehr gute Währung an. Man könnte auch überlegen, ob man den Dollar reinnimmt, auch der hat in den letzten Jahren aufgewertet zum Euro. Ja, aber die haben halt die Inflation nicht so im Griff. Also ich bin da traditionell und lasst mir da gerne auch eure Meinung mal da. Ich sehe einfach den Schweizer Franken als eine extrem gute Währung, weil sie ist liquide, die Schweiz ist politisch stabil. Ich bin gerne in der Schweiz und was bei diesem Prüfschema auch noch dazu kommt ist, ihr müsst ja auch sehen, wie kommt ihr an euer Geld wieder ran. Also wenn ihr jetzt wie ich aus dem Grunde kauft, dass ihr sagt, naja, wenn hier mal was richtig schief geht, habe ich lieber noch ein paar Franken in der Schweiz, an die würde ich sogar physisch rankommen, weil ich sie dort auf einem Konto bei einer Bank habe und ich kann auch schnell in die Schweiz reisen. Ich kann allerdings nicht schnell nach Singapur reisen, ich kann auch nicht schnell nach Hongkong reisen oder auch in die USA. Klar, ich kann mein Geld online transferieren, aber was ist, wenn eine Art Kapitalsverkehrskontrolle eingeführt wird oder wenn ich mit meinen IP-Adressen aus Europa nicht auf meine Auslandskonten in Asien komme oder USA oder Kanada? Also auch das gilt zu beachten, wenn ihr jetzt mal durch meine Brille schaut, wenn ihr einfach sagt, naja, ich sehe das jetzt gar nicht so skeptisch und ich glaube, dass ich an mein Geld immer rankomme, ja, dann könnt ihr natürlich diesen Nachbarkeitsfaktor, wie ich jetzt bei der Schweiz, vernachlässigen und auch größer und breiter denken. Und deswegen, ja, auch die Begründung dafür, warum ich am Anfang gesagt habe, ich habe mich um dieses Video ein bisschen herumgedrückt, weil ich zumindest kann euch keine einfache Antwort auf diese Frage liefern. Ich will, dass ihr da größer denkt, dass ihr breiter denkt und dass ihr so eine Art Prüfschema euch erstellt, geht ja schnell. Was ihr bei einer Währung sehen wollt. Der ein oder andere, weiß ich auch, will sehen, dass eine Währung artgedeckt ist. Im Falle Russlands ist es zum Beispiel gegeben durch die Rohstoffvorkommen. Aber ich glaube, mit dem russischen Rubel wird man als Notfallwährung nicht so viel Spaß haben. Da ist vielleicht die norwegische Krone schon viel besser geeignet, weil die auch wieder durch Öl- und Gaskommen gedeckt ist, weil Norwegen praktisch schuldenfrei ist, weil sie einen riesigen Staatsvorhaben. Also auch da ist es in Norwegen spannend, dafür ist die Währung halt etwas illiquider. Aber wäre zum Beispiel eine echte Alternative für diejenigen, die eine richtige Deckung sehen wollen. Also
ist jetzt beim Schweizer Franken leider nicht mehr gegeben. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und lasst mich gerne wissen unten im Kommentar, müsste so Anfang der 2000er, so der letzte Golddeckung, die es noch in der Schweiz gab, aufgelöst worden sein. Gut, man muss halt im Leben immer irgendwie Kompromisse machen, aber ich komme jetzt auch zu einem Ende. Also für mich die aktuell beste Fluchtwährung Notgroschen nach meinem Prüfschema ist so der Schweizer Franken. Lasst mir gerne auch euren Kommentar da, wie ihr so an die Sache rangeht. Also geht ihr eher spontan ran und sagt, Schweizer Franken, ja, das ist eine Art No-Brainer, den findet jeder gut, den nehme ich als Fluchtwährung. Oder habt ihr ein Prüfschema oder habt ihr eine andere Vorgehensweise? Also würde mich mal wirklich interessieren, weil dieses Video ist mit Sicherheit nicht abgeschlossen. Ich werde da gerne noch ein weiteres dazu machen, wenn ich neue Erkenntnisse bekomme oder wenn ich anders investiere. Und bis dahin, ja, darf ich mich jetzt erstmal von euch verabschieden. Video ist sicherlich lang genug. Ich bin Sebastian Hell, ihr seht mich wieder im nächsten Video und bis dann.